kommen wir schon zu den Inhalten von Kultur. Da gibt es im Grunde genommen zwei verschiedene Strategien. Nämlich einmal, wenn Sie so viele haben, dann zerlegen Sie das irgendwie in Dreiecke. Ja, also zwei verschiedene Strategien. Zerlegen Sie in Dreiecke, berechnen jeweils den Flächenwert dieser Dreiecke und addieren das auf. Ja. Das ist die Triangulation. Also ich schreibe Sie nochmal runter, Zerlegung in Dreiecke. Die wir zu behandeln haben. Und das zweite. Naja, Sie versuchen irgendwie aus diesem Vieleck ein einfacheres Vieleck zu machen. Ja, das heißt, wenn Sie ein n-Eck haben mit, wenn Sie 125 Eck haben, dann versuchen Sie aus diesem 125-Eck natürlich ein einfacheres Vieleck zu machen, das heißt mit weniger Ecken erstmal. Ja? So wenig, wie Sie kriegen können. Optimal sind es natürlich nur 3, aber mit 4 sind wir auch schon zufrieden. Also wenn Sie zum Beispiel dieses 125-Eck in ein Dreieck verwandeln können, in ein flächengleiches Dreieck verwandeln können, dann können wir das ja, können Sie ja drei quadrieren, dann wissen wir ja, da werden wir entsprechend den Flächeninhalt können wir ja ausrechnen. Oder Sie verwandeln es in ein Rechteck. Rechteck. Beziehungsweise ja, können wir auch quadrieren. Ja? Das heißt, da haben wir auch die Flächeninhaltsform. So, das heißt, Sie quadrieren quasi dieses Vieleck. Über diese Zwischenstufe ja, verwandelt sich ein einfacheres, also in Anführungszeichen, Rechteck ein Dreieck oder Dreieck ein einfacheres Vieleck. So, wir wenden uns dem schrittweise zu, wir schauen uns erstmal A an und dann gehen wir zur Quadratur. Dazu gehe ich wieder auf meinen Präsenter. So, Sie melden sich, ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Ja. Sie dürfen sich irgendein Vieleck zeichnen. Naja, ich wähle mir irgendwie ein Fünfeck.
Wir benennen die Eckpunkte. Das ist kein Fünfeck, das ist ein Viereck. Wir wollten ein Fünfeck haben. So, dann machen wir das noch so und dann wird es schön. So, wir triangulieren das, das heißt, wir ziehen entsprechende Diagonalen. Und erhalten drei Teildreiecke. Mit dem Flächeninhalt A1, A2, A3. Und ganz klar, der Flächeninhalt der Flächeninhalt unseres Fünfecks berechnet sich als die Summe der Flächeninhalte von unseren Dreiecken. Ja? Das können wir sofort übertragen auf dem N-Eck. Wir werden das zerlegen in n-2 Teildreiecke. Und wenn wir das allgemein da oben nochmal hinschreiben, was haben wir da gemacht für eine natürliche Zahl n größer als 3. Haben wir ein N-Eck hier haben wir ein Fünfeck und wir zerlegen das in n-2 Teildreiecke. Wir müssen jeweils den Flächeninhalt natürlich ausrechnen, dieser Teildreiecke. Und natürlich aufsummieren. Dann machen wir es ein bisschen größer. Ja, perfekt. So ist besser. Also wir nehmen n größer gleich 3, haben wir ein n-Eck, hier haben wir ein Fünfeck, wir zerlegen das in n-2 Teildreiecke, wir berechnen jeweils bestimmten Flächeninhalt jeweils dieser Teildreiecke und summieren den dann auf. Ja. Wenn ich es jetzt ein bisschen rüberschiebe, dann habe ich vielleicht Glück, dass alles drauf passt. Fast.
Und jetzt merken Sie auch, was der Haken bei dieser Methode ist. Wenn Sie die durchführen, diese Triangulation. Der Haken ist nämlich diese Flächeninhaltsbestimmung dieser Teildreiecke. Ja. Sie müssten jedes Teildreieck sozusagen quadrieren, das heißt, Sie müssen die Grundseite und die Höhe wissen. Und ja, wie wollen Sie das bestimmen? Ja. Sie können natürlich jedes Dreieck jetzt mit Werkzeug, also mit dem mathematischen Werkzeug, Höhensatz und Kathetensatz, in ein flächengleiches Quadrat verwandeln, das können Sie machen, und dann den Flächeninhalt des Quadrates bestimmen. Aber das ist natürlich eine Mordsarbeit. Ja? Aber im Prinzip geht es. Ja? Was steht noch jeweils Flächeninhalt und Bestimmung? Und summieren. Und aufsummieren. Nicht aufsummieren, nicht summieren auf. So, jetzt haben wir das richtig. Und aufsummieren. Also, Sie sehen, der Haken liegt in der Flächeninhaltsbestimmung dieser Teildreiecke. Deswegen schauen wir uns eher, ja, genau, das können wir noch aufschreiben. Schauen wir uns natürlich die Quadratur an. So, und jetzt mache ich es wieder etwas kleiner, wenn Sie gestatten. Dann kann ich das auf Video machen. Das passt. Also notieren uns die Nachteile natürlich. Wir haben eine Menge Berechnung auszuführen. Nämlich erstmal sozusagen die Flächeninhalte dieser n minus 2 Teildreiecke zu bestimmen, dann alles aufzusummieren. Und dann noch ein größeres Problem, wie bestimmen wir die Höhen dieser Dreiecke? Macht mal ein Fragezeichen, da haben wir das. Das kann im konkreten Fall ja, auch gar nicht möglich sein, ja? Außer durch Ausmessen, das ist ja keine Option. So, gehen wir zur Quadratur. Wir haben ja gesagt, Vorgehen hier, wir verwandeln das in eine flächengleiche, einfachere Figur, ein einfacheres Polygon, welches wir sozusagen quadrieren können. Ja, dann haben wir das quadriert. Und der Optimalfall ist, wir verwandeln das in ein flächengleiches Dreieck.
Das heißt ja nichts anderes. Führe dieses gegebene Viereck durch geometrische Konstruktion in ein flächengleiches Dreieck über. Ja, hier ganz konkret. Also nicht irgendwie mit Abracadabra und Salamin, keinesfalls, sondern Sie verwenden natürlich die Methoden der Geometrie. Und was man hier macht, ist, dass wir scheren Ecken dieses Vielecks weg. Also die Methode ist wegscheren von diesen. Und das führen wir gleich durch. Es ist immer besser, das durchzuführen, als das irgendwie theoretisch zu erzählen. So, ich zeichne mir Teil von meinem Viereck. So, wie es hier weitergeht, das ist für uns erstmal uninteressant, das soll mein Ex sein. Davon sehe ich nur entsprechend ja, eine Anzahl von Ecken S1, S2, S3 und die Ecke hier natürlich Sn. Und das Erste, was ich mache, ich schere S in weg. Also ich mache dieses N-Eck zu dem N-1-Eck, indem ich die N-Ecke wegschere. Dazu betrachte ich das Teildreieck Sn, S1, S2. Das heißt, ich verbinde mit der Hilfslinie die Ecken Sn und S2. Also ich habe das Teildreieck. So, wir wollen ja dieses wegschneidende Ecke, das soll nicht einfach ein Abschneiden sein, weil dann würde ich ja irgendwie einen Teil von dem Viereck abschneiden, hätte ich weniger Flächeninhalt, sondern ich muss das irgendwie so verändern, dass ich eine Ecke weniger habe, aber der Flächeninhalt sei insgesamt dasselbe bleibt. Jetzt denken Sie mal dran, was wir vorhin gemacht haben beim Scheren von Dreiecken. Was haben wir gesagt? Wenn wir uns eine Grundseite ausgewählt haben, dann können wir, und wir haben ein Dreieck, und wir zeichnen parallel durch die Gegenecke dieser Grundseite. Ja? Und dann können wir sozusagen, auf, egal welchen Punkt wir auf dieser Parallelen wählen, und dann mit den beiden Eckpunkten der Grundseite verbinden. Das neue Dreieck hat immer den gleichen Flächeninhalt wie das gleiche. Ursprüngliche Dreieck. Ja. Und das machen wir hier genauso. Schauen Sie, unsere Grundseite ist diese Seite Sn, S2. Wir zeichnen eine Parallele durch S1. Ich meine, Sie wissen, wie man Parallelen konstruiert.
Das heißt, G ist die Parallele zur Grundseite Sn S2, Sn S2. So, und jetzt wissen Sie, wenn ich den Punkt S1 hier wandern lasse auf dieser parallelen G, dann, egal wo ich den neuen Punkt wähle, wenn ich dann diesen neuen Punkt mit Sn und S2 verbinde, kriege ich immer ein Dreieck, was genau den gleichen Flächeninhalt hat wie das ursprüngliche Dreieck Sn, S1, S2. Und ich werde natürlich diesen Punkt S1 ganz besonders irgendwo hinwandern lassen. Nämlich, wo werde ich den hinwandern lassen? Dass ich die Ecke Sn nicht mehr sehe. Da zeigen Sie mal hier die Verlängerung dieser Seite ein, wo Sn der eine Eckpunkt ist, der eine Seiteneckpunkt. Und dann werde ich natürlich den Punkt S1 hier hinwandern lassen, S1 steht. Ja. Schnittpunkt von G. Und der Verlängerung der Seite durch Sn. So, dann haben wir der Flächeninhalt von den drei Sn, S1. Nee, S1 sprich S2 und Sn ist gleich dem Flächeninhalt des Dreiecks Sn, S1, S2. So, und wir kriegen praktisch unser neues Vieleck, unser n-1-Eck, naja, zeige ich das mal ein. Was ist das hier? Wir haben zuerst ein neues Viereck. Und zwar n minus 1 weg. S1 Strich, S2 bis Sn minus 1 mit dem gleichen Flächeninhalt wie bis n.
So, und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir schon n-1-Eck. Jetzt können Sie natürlich die n-1-Ecke genauso wieder wegscheren. Und dann scheren Sie weiter und scheren Sie weiter. Und irgendwann sind Sie dann beim Dreieck. Ja? Das n-1-Eck haben wir, ja, also hier haben Sie irgendwo das n-1, ja. Ja. Dann können Sie die Ecke auch wieder wegscheren, genauso wie das hier, das gleiche Prinzip. Völlig egal. Ja, das ist wirklich für die n-Eck. Ja, das ist wirklich n-Eck. Also weil natürlich diese Dreiecke vielleicht inhaltsmäßig übereinstimmen. Weil Sn, S1, S2 hat den gleichen Flächeninhalt wie S1, S2, S1. Weil das ja nur durch Scherung entstanden ist. So, dann sind wir genau pünktlich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche zur gleichen Zeit.